So, und da sind wir wieder bei Let's Play Stardew Valley. Und ja, wir sind jetzt am 4. Frühling und jetzt regnet es nicht mehr. Und seht mal, unsere Dinger werden immer größer. So, ich muss jetzt aber erstmal gucken, wo kann ich meine Gießkanne eigentlich auffüllen? Das weiß ich gar nicht. Ah ne, da unten waren Seen, ne? Hier, naja. So, perfekt. Oh, die Musik gefällt mir. Die war vorher noch nicht, oder? Ich glaube nicht, dass die Musik vorher schon war. Ich glaube, da war immer eine andere Musik. Aber die gefällt mir. Die wirkt wenigstens sehr frühlinghaft. So, so, so. So, so, so und so. Sehr schön, haben wir die Aufgabe schon mal gemacht. Dann gehen wir wieder in die Stadt, denn diesmal können wir ja hoffentlich Samen kaufen. Oder ich weiß nicht, wie viel hat der Rucksack gekostet? War der Rucksack... Hat der 1000 gekostet oder 2500? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, tatsächlich. Haben wir eine neue Aufgabe bekommen? Nee, ne? Nee. Naja, stimmt. Wir müssen ja auch erstmal diese Getting Started-Aufgabe machen. Und dafür müssen wir ja erst einmal... die Ernte einsammeln. Ah, erst um 9. Okay, ja gut, dann gucken wir mal, ob wir hier irgendjemanden rumlaufen sehen. Vielleicht ist ja auch jemand früh im Saloon schon. Wer weiß. Hat das alles erst später auf? Kann das sein, dass hier morgens keiner rumläuft? Das kann ich mir nicht vorstellen. Lass ich mal, der schon wieder? Und der scheint morgens immer rumzulaufen. Aber sonst scheint hier auch nichts zu sein. Also die scheinen ganz schön eine Morgenmuffel zu sein. Wir waren noch nicht bei der Ranch. Stimmt. Jetzt, wo ihr es sagt. Wo ihr es sagt, vor allem. Nein, wo es mir jetzt einfällt, wir waren noch nicht bei der Ranch. Wir können hier aber erstmal ein paar Muscheln sammeln. Die geben bestimmt auch richtig viel Geld. So, kann ich das eigentlich einsammeln? Nee. So, was ist hier? Oh, seht mal. Hier geht's auch noch extrem weit. Was ist das denn? Ist hier was drin? Nee. Ich kann mir vorstellen, dass hier irgendwann mal was drin ist. Kann ich das Seil aufnehmen? Nee. Hier habe ich die Tür gehört. Hallo. Okay, das ist aber nur der Typ. Fisch kaufen wollen wir jetzt nicht unbedingt. Weil, nee, das brauchen wir jetzt nicht. Aber der Laden hat auch jetzt auf. Das heißt, wir können jetzt zum Laden gehen. ja, wie komme ich da jetzt nochmal hin? Wo ist der Ausgang? Hier. Okay. Ja, ich frage mich immer noch, ob das wirklich Rennen ist. Ja gut, das ist ja eigentlich relativ flott, ne? Wenn man geradeaus läuft. Ich habe nur das Gefühl, wenn man so läuft, ist es langsamer. Oder wirkt es nur irgendwie so? Für mich wirkt es so, als wenn es dann irgendwie langsamer wäre. So, mal gucken. Hallo, Pierre. Ja, hi. So, wie viel hat der Rucksack gekostet? 2000. Ja gut, dann holen wir uns erstmal hier Dings. Plan these spring. Takes 4 days to major. Also morgen müssen die Dinger fertig sein. Takes 10 days to major, but keeps producing after yields multiple beans. Ah, okay. Die wachsen also immer wieder nach. Grows on a trellis. Was ist das denn? Hm. Dann, ach, diese Blumen. Okay. 12 Stück. 6 Stück. Und kann manchmal mehrere beinhalten. Aber seht mal, wie viele es gibt. Ist das alles? Ist das alles für heute? Also für Sommer. Ah, das sind Bäume. Okay. Okay. Essig. Öl. Reis. Ah, okay. Da kann man halt ein bisschen essen. Damit kann man Gras machen. Ah, eine Blume. Das sind die Blumen dann. Okay. Gut, dann werden wir erstmal, würde ich sagen, ein paar von denen holen. Ungefähr. Ja, wie viele? 3. Dann 3 von denen hier. Und dann 3 von... den. So, okay. Und dann noch 9 von denen. So, okay, sehr schön. Jetzt haben wir erstmal wieder einiges zum Pflanzen. Dann können wir erstmal uns jetzt heute in dem Part um das Pflanzen kümmern.
und gucken dann halt demnächst, dass wir ein paar Leuten noch Hallo sagen. Es fehlen ja nicht mehr viele. Ich glaube 4, 5. Ja, 4 fehlen nur noch. Und davon weiß ich halt nicht, wo die sind. Wie gesagt, mir fehlen noch welche aus den Häusern, glaube ich, aber die sind ja nie da. Also, ich meine, man kann zwar in den Häusern reingehen, aber die sind halt nicht da. Das ist halt das Problem. So, dann mal die Hacke. Dann machen wir hier nämlich jetzt 9er-Felder, weil man kann ja tatsächlich über die Pflanzen laufen. Von daher macht es keinen Sinn, keine 9er-Felder zu machen. So, und hier machen wir auch noch eins hin. Obwohl... Nee, machen wir nicht, machen wir nicht, machen wir nicht. Wir machen hier noch eins hin. Obwohl, da ist auch der Baum im Weg so ein bisschen, ne? Und ein Stein. So, den machen wir auch weg. Zack. Und dann machen wir mal den Baum weg, weil der nervt mich. Wenn der da im Weg steht. Zack, 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 zack. Los, geh kaputt. Yes. Und gib mir ganz viel Holz. Ach, Inventar voll. Ja gut, das sammle ich dann gleich auf. Sammle ich gleich auf, sobald ich hier die Dinger gepflanzt habe. So, dann kommen hier dreimal Potatoes. Dann dreimal das. Oh, da kann man nicht durchlaufen. Oh, shit. Dann das mal... warum kann ich das nicht? Doch, da. Und dann pack mal... Kann man durch die durchlaufen? Stimmt, oder? Ja, okay, kann man. Dann da mal hin. Da und du kommst noch dahin. Gut, dass ich das weiß. Also man kann nicht durch alle durchlaufen, ne? Also macht so ein Ding schon Sinn irgendwo. Bei den Dingern, wo man nicht durchlaufen kann. Um die halt gießen zu können. So, aber wir wollen erst noch die Dinger hier pflanzen. Ich hoffe, das Holz bleibt da. Ich hoffe, das verschwindet nicht. Aber bis jetzt bleibt es da liegen. Also es despawnt noch nicht. Aber ich kann es ja jetzt auch aufheben. Von daher... Das ist kein Problem. Ich hoffe, es verschwindet jetzt nicht plötzlich. Aber nee, es bleibt. So, und das können wir alles verkaufen. Oh mein Gott, ja. Yeah! So, das tun wir dann erstmal in die Box. Zack, zack, zack. Zap. A fluid obtained from trees. Okay, wenn man das isst, kriegt man 2 Energy weniger. Holz ist übrigens 2 wert. Gras 1. Also 1 Gold. So, gießen, gießen, gießen. Oh, ich liebe das, ne? Ich wollte ja damals aufgrund von Harvest Moon tatsächlich Farmer werden. Ich habe mir das total cool vorgestellt, wenn man so einen eigenen Bauernhof hätte. Das wollte ich damals immer werden. Allerdings auch nur als Kind. Bis ich dann gemerkt habe, dass wenn man Farmer ist, dass das nicht so cool ist wie in Harvest Moon. Dann habe ich den Traum aufgegeben. Dann wollte ich kein Farmer mehr werden. So, okay, dann können wir mal gucken, was ist das denn hier? Ach, hier kann bestimmt später mal ein Tier was essen. So, haben wir dann schon genug in der Box? Nee, nicht wirklich, ne? Wir könnten noch mal ein bisschen rumschauen, ob wir wieder ein paar Rüben finden, weil die waren doch ziemlich wertvoll. Und vor allem die Pflanzen, die Blumen waren sehr, sehr wertvoll. Mal gucken, ob wir hier noch mal Blumen finden. Was war das denn? Habt ihr es gesehen? Da war doch was. Ha, komisch. Ich meine, ich hätte was gesehen, als wenn da irgendwas gewesen wäre, aber anscheinend habe ich mich verguckt. Kann ja auch mal passieren. So, unsere Energie ist übrigens nur noch unterhalb voll, also so viel können wir auch nicht mehr machen. Man muss sich echt aufpassen, ne, dass man nicht zu viel pflanzt, weil sonst kannst du das später mit deiner Energie gar nicht mehr gießen. Das wäre tatsächlich sehr kontraproduktiv. Hier am Spielplatz müssten auch mal Leute sein, ne? Die Musik ändert sich, glaube ich. Oder? Auf jeden Fall fadet sie gerade aus. So, wer ist hier? Ach, das ist hier die eine Hayley, ne? Ja. Ah, ich habe entschlossen, ich werde meine Kleidung heute ein wenig organisieren. Ich muss all das Zeug von letzten Jahr wegschmeißen. Der Style ist doch schon total out. Und neuen Platz für neue Sachen machen. Oha, die ist eingebildet. Die möchte ich schon mal nicht unbedingt. Nee, nicht wirklich. Nee, muss nicht sein. So, gucken wir mal. Sammeln wir ein bisschen was. Ich denke, wir machen auch bald die ersten Geschenke. Allerdings erst, wenn ich den Rucksack habe, dann kann ich halt mehr tragen. Und daher müssen wir jetzt mal gucken, dass wir ein bisschen was verdienen, weil ich habe jetzt nur noch 300. Dadurch, dass ich die ganzen Samen gekauft habe. Aber das musste halt auch sein, ne? Das musste sein.
Mal gucken, ist hier noch was? Sieh mal, da ist ein Schwarzer, den kannten wir aber schon. Genau, das war Demetrius. Na, wie ist das Farm-Business? Oh, es ist Parsnips-Season, ja, Zeit, oder? Mhm, ist es tatsächlich. Ich weiß immer noch nicht, was Parsnips sind. Was sieht man, was ist das? Das sind doch Wild Horse Radish. Okay. Sieht ja interessant aus. Wir könnten mal gucken. Hier oben müsste doch eigentlich so eine Höhle gewesen sein, oder nicht? Aber ich glaube, da kommen wir noch gar nicht hin. Nee, da kommen wir noch nicht hin. Okay. Ja, nee, dann nicht. Ich dachte, vielleicht können wir so ein paar Erze oder so abbauen, weil das würde ja wahrscheinlich auch einiges an Kohle geben. Aber das ist noch nicht möglich. Zumindest glaube ich das. Ich weiß nicht, ob wir selber Brücken bauen. Ach, seht mal. Da ist einer. Hallo. Hallo. Soll ich dir helfen? Ich kann ihm nicht helfen, glaube ich. Oder? Nee. Nee. Okay, da kommen wir irgendwie noch nicht hin. Und ich kann halt noch nicht mit dem reden. Also von daher kann ich noch gar nicht alle begrüßen, da das noch gar nicht geht. Aber hier oben habe ich ein Haus gesehen, oder? Da ist jemand. Oh mein Gott. Linus. Ein Fremder. Hallo. Hi. Oh, beachte mich gar nicht. Ich lebe hier alleine. Ach so, okay. Zählst du trotzdem als... Ja, du zählst trotzdem. Sehr schön. Kann ich hier reingehen? Okay, hier ist nichts drin. Okay, dann nicht. Der hat aber ein kleines Zuhause. Wahnsinn. Okay, da kann ich nicht lang. So, ich würde ganz gerne ein bisschen was sammeln. Ich brauche Kohle. Das wäre sehr nett. Was steht hier? Railroad. Kann man aber auch noch nicht hin. Wird wahrscheinlich auch erst geöffnet, sobald man ein bisschen was hat. Okay, dann gehen wir mal wieder zurück oder reden erstmal mit dem Maru. Oh ne, das war eine Frau, ne? Oh, ich plane meine Zeit sehr viel mit dem Teleskop im Sommer zu verbringen. Mhm. Ja, das scheint so eine kleine Scientistin zu sein. So eine kleine Sternenanschauerin. Soll er so ruhig machen. Ich finde das ja ziemlich uninteressant, weil man sieht halt nichts Richtiges. Also ich fände es interessant, wenn man halt so richtig Planeten und so sehen könnte. Aber das ist ja meistens nicht der Fall. Meistens sieht man da ja eher weniger. Und kann da halt nur so ein bisschen etwas näher alles ansehen. Aber halt nicht so extrem nah. Und wenn ich was sehen will, dann will ich es halt extrem nah sehen. So richtig jetzt... Wäre ich davor. Und das geht halt mit den meisten Dingern nicht, meines Wissens nach. Das ist halt so ein bisschen schade. Hier ist aber auch keiner drin, ne? Nee. Also hier scheinen die Leute nicht unbedingt gerne einzukaufen. Ist vielleicht auch logisch, weil sie ja den normalen Store da haben, den kleinen. Warum sollte man dann in einem großen einkaufen? Macht ja auch keinen Sinn. So, was wir noch tun wollten ist, ich wollte auf jeden Fall noch zur Farm gehen. Aber das habe ich jetzt auch irgendwie wieder vergessen. Das müssen wir dann am nächsten Tag machen. Wir können hier nochmal gucken. Kennen wir den schon? Nee, ne? Hallo? Ach doch, Clint kennen wir. Hm, das Business ist zurzeit ein bisschen träge. Hm. Das kann ich, ja, das ist richtig. Bei mir auch, tatsächlich. Ich verdiene auch gerade nicht so gut. So, dann gehen wir mal hier rüber und können auch so langsam schon wieder nach Hause gehen, tatsächlich. Der Tag ist diesmal ziemlich schnell vorbeigegangen. Aufgrund dessen, dass wir halt eben relativ viel Zeit auch bei dem Dings verbracht haben. Bei dem, Pflanzen. Ich gehe aber jetzt nochmal hier lang und gucke. Eventuell kann ich ja wenigstens schon mal zur Farm gehen und gucken, was da ist. Ne, weil hier unten waren wir ja noch gar nicht immer hier. Ne, da könnten auch die restlichen 4 Personen sein, wenn die eine nicht zählt. Könnten hier noch welche sein. Können wir da noch rein? Ne, die haben nur bis 6 Uhr offen, schade. So, wir müssen von hier aus aber auch direkt zu unserer Farm kommen, wenn ich mich nicht täusche. Ja, ich denke schon. Ja, dann ist unsere Beute diesmal leider etwas klein. Oh, hier muss ich mich durchkämpfen. Wir gehen mal den Weg, weil... Mal gucken, ob ich hier irgendwie... Oh, das wird dauern. So. Platz da, Platz da. Trotzdem alles einsammeln. Ich würde ganz gerne noch vor 10 zu Hause sein, aber ich weiß nicht, wie weitläufig das hier ist. Ja. Kommen wir hier irgendwo durch? Ja. Okay, da sind wir schon wieder. Sehr schön. Gut, dann packen wir das mal alles da noch rein. Zack, 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 zack. Und hoffen, dass wir einiges an Kohle gemacht haben. Das wäre zumindest sehr, sehr gut. Ja, ich denke, das wäre ganz gut. Und morgen sind auch unsere Dinger fertig, endlich. Also zumindest die...
1.7. Das ja leider noch nicht. Mal gucken. Mal sehen, wie das Wetter morgen wird. Willkommen bei Kosu 5, der Nummer 1 Quelle für Wetter, News und Unterhaltung. Und jetzt die Wettervoraussage für morgen. Es wird den ganzen Tag regnen. Na super, geil. Freue ich mich. Yay, es wird regnen. Level up. Oh mein Gott, es gibt Level. Wie cool ist das denn? Ja. Und wir kriegen neue Crafting-Rezepte. Das heißt, wir können jetzt auch noch was anderes craften. Das ist cool. Und unsere Axt, ja, also wir können die Axt besser nutzen und verbrauchen nicht mehr so viel Energie dabei. Und manchmal werden jetzt die Bäume öfters mal Samen, also Baumsamen, fallen lassen. Und wir können außerdem auch noch wilde Samen SP craften zu dem Feldsnack. Okay, gut. Was haben wir verdient? Oh, die Muscheln waren gut viel wert. Insgesamt 320, das ist doch schon mal ganz gut. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Und dann können wir endlich unsere Ernte abernten und hoffentlich auch mal zur Farm gehen und mal gucken, wer da so alles lebt. Von daher, bis zum nächsten Mal. Bye, bye, bye und tschüss.